Das 18. Space Defense Squadron der US Space Force teilte der Welt am 7. Februar über Twitter mit, dass sie das Zerbrechen oder auf Englisch the Breakup, wie sie es nennen, des russischen Satelliten Cosmos 2499 am 4. Januar bestätigen können. Auf der Seite spacetrack.org kann man die meisten von Menschen ins All beförderten Objekte nachverfolgen. Als Zivilist zwar nur im begrenzten Rahmen, aber immerhin. Die UNOSA bietet übrigens auch so einen ähnlichen Service an. Die Space Force trackte Anfang Februar 85 Schrottteile. Und auf spacetrack.org kann man sich ansehen, wie diese nun auf immer chaotischeren Bahnen eine Gefahr für andere Satelliten darstellen. Laut ersten Analysen der Spacecom und NORAD rasen die Trümmer in einer Höhe von 900 bis 1600 Kilometer um die Erde. Nebenbei ist das nicht der schlimmste Vorfall der vergangenen Jahre. Die USA brachten 1963 versehentlich 500 Millionen winziger Nadeln in einen Orbit um die Erde. Die befinden sich zum größten Teil noch immer da oben. Dazu habe ich eine ganz eigene Ausgabe produziert, die unten verlinkt ist. Was von Cosmos 2499 übrig ist, wird je nach Form, Größe, Gewicht und Orbit grobe 50 bis 200 Jahre brauchen, um in der Atmosphäre zu verglühen. Das große Problem in dieser Höhe ist, dass es im Moment der Bereich ist, in den die meisten neuen Satelliten hingeschickt werden. Besonders die darunterliegenden Orbits erleben im Moment einen noch nie dagewesenen Boom. Außerdem betrifft das auch früher oder später die Raumstationen im niedrigen Erdorbit. Irgendwann in den nächsten Monaten und Jahren müssen diese Trümmer zurück zur Erde. Dabei stellen im Moment weitere Kollisionen zwischen den Wrackteilen selbst die größte Gefahr dar. Das wird sich aber noch ändern. Der Satellit umrundete die Erde auf einer Höhe von rund 1200 Kilometer, als eine vermeintlich kleine Explosion in oder auf dem Satelliten zum Unglück führte. Man könnte diese Situation jetzt als mysteriös bezeichnen, aber das Wort, das mir hier einfällt, ist dubios. Das ist nämlich nicht der erste derartige Vorfall. Du solltest dich jetzt besser hinsetzen, denn was jetzt kommt, ist gewissermaßen schwindelerregend. Zwischen 2013 und 2015 startete Russland drei geheime Missionen mit den Codenamen Cosmos 2491, Cosmos 2499 und Cosmos 2504. Einen Orbitalstart kann man aber zum Glück nicht geheim halten. Auch nicht, was man im niedrigen Erdorbit treibt. Deswegen gab Russland einige Monate nach dem Start der Cosmos 2491 zu, dass sie einen undeklarierten Satelliten ins All gebracht hatten. Am Weihnachtstag 2013 startete Russland eine kleine Rokot-Rakete in der Nähe von Plesetsk, die drei militärische Kommunikationssatelliten in den Orbit beförderte. Laut Anatoly Zak, einem englischsprachigen Reporter, der über Russlands Weltraumprogramm berichtet, schien es ein normaler Start zu sein, bis Weltraumtracker bemerkten, dass die Rokot ein viertes Objekt in die Umlaufbahn gebracht hatte. Die Russen lehnten ab, den Zweck des etwa 50 Kilogramm leichten Satellits preiszugeben. Dann starteten sie im Mai 2014 einen weiteren geheimen Satelliten, der bald begann, sich selbst im Orbit zu manövrieren, seine Höhe zu senken und zu erhöhen, bis er sich verdächtig nahe an die Raketenstufe brachte, die ihn laut Zack in den Orbit gebracht hatte. Das US-Militär gab dem Objekt den Namen Cosmos 2499. Fast ein halbes Jahr lang flog dieser mysteriöse Satellit hinter seiner Raketenstufe her und manövrierte immer wieder dicht an ihn heran. Dann übermittelte es laut Zack Telemetriedaten im Morsecode zurück zur Erde. Das außergewöhnliche Verhalten führte laut space.com zu Spekulationen, dass Russland Technologien teste, um andere Satelliten zu beobachten oder zu zerstören. Überraschung! Als ob das nicht alle machen. Der damalige Chef von Roskosmos, Oleg Ostapenko, versicherte der Welt auf einer Pressekonferenz im Dezember 2014, dass Cosmos 2491 und Cosmos 2499 keine Killersatelliten seien, berichtete Zack. Ostapenko sagte, die Satelliten hätten friedliche, erzieherische Zwecke und sie haben ihre Mission erfüllt. Aber der Roskosmos-Chef habe nie angegeben, was diese Mission war. Was dieser Satellit erforscht, lässt sich anhand seiner ziemlich beeindruckenden Orbitalmanöver zumindest teilweise ableiten. Nachdem einer der Kosmos-Satelliten für über ein Jahr außer Betrieb war, erwachte er 2017 erneut zum Leben, verließ seine Umlaufbahn um hunderte von Meter und näherte sich bis auf 1200 Meter einem Stück eines chinesischen Wettersatelliten, den China 2007 bei einem Antisatelliten-Raketentest zerstörte.
Das Manöver, das für ein so kleines Raumschiff ziemlich beeindruckend ist, ist auch für orbitale Standards ziemlich nahe. Es könnte sich hier um irgendwelche Technologiedemonstratoren oder einfach nur um Inspektionssatelliten handeln. Manche reden sogar von möglichen Vorläufern von orbitalen Waffen. Also orbitale Objekte, die aussehen wie Satelliten und nur darauf warten, abgefeuert zu werden. Ich hoffe doch einmal, dass niemand so verrückt ist. Aber ich höre schon, wie naiv ich mich schon wieder anhöre. Ein ähnlicher Rockotstaat schickte im nächsten Jahr einen dritten, nicht registrierten Satelliten in die Umlaufbahn. Der erste geheime Satellit Cosmos 2491 brach 2019 auseinander. Cosmos 2499 erlitt vor kurzem das gleiche Schicksal. Die Ursache dafür ist weiterhin unklar. Brian Whedon, ein Experte für Weltraumschrott bei der Secure World Foundation, sagte gegenüber Ars Technica, dass er nicht glaubt, dass eine Kollision die Ursache war, dass sich zwei der geheimnisvollen Satelliten auf diese Weise verabschiedeten. Das legt für mich nahe, dass diese Ergebnisse möglicherweise das Ergebnis eines Konstruktionsfehlers in den Kraftstofftanks oder anderen Systemen sind, die nach mehreren Jahren im Weltraum reißen und nicht so etwas wie eine Kollision mit einem Trümmerstück, sagte Whedon. Das stimmt mit einer vorläufigen Analyse von Leo Labs überein, einem Unternehmen, das Objekte in der Erdumlaufbahn verfolgt. Das Unternehmen twitterte, dass seine frühen Daten auf eine Explosion geringer Intensität hindeuten. Wahrscheinlich vom Antriebssystem des Satelliten. Jedoch hätten sie nur mäßiges Vertrauen in diesen Befund. Wenn mehr Fragmente katalogisiert und in die Analyse einbezogen werden, werden wir in der Lage sein, eine definitivere Ursache des Ereignisses zu finden, schrieb das Unternehmen und fügte hinzu, zu verstehen, warum diese Art von Ereignissen auftreten, ist der Schlüssel, um sie in Zukunft zu verhindern. Verhindern ist auch das richtige und wichtige Stichwort hier. Erinnerst du dich an die 500 Millionen Nadeln im Orbit, die ich am Anfang erwähnt habe? Das war das Project Westford. Alle Hintergründe zu diesem Projekt und warum die USA, China, Russland und Indien ihre eigenen Satelliten im Orbit zerstören und immer mehr unberechenbares Chaos erzeugen und wer was dagegen oder dafür tut, findest du in diesem Video. Mein Name ist Zirwan und das waren die ersten Mars-Chroniken-News aus dem brandneuen Studio, das noch im Werden ist natürlich. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.